Guten Morgen, liebe Freunde der schlechten Unterhaltung. Willkommen zurück zu Staffel 3. Wie ihr seht, haben wir Yoda ein bisschen vergrößert, neue Fenster eingebaut. Es ist echt viel passiert in den letzten 4-5 Wochen. Und was da so alles gelaufen ist und vor allem wie wir hier gelandet sind, dazu müssen wir ein bisschen zurückspulen, dass wir euch das so ein bisschen erklären können. Also, los geht's. Übergesetzt von Vancouver Island nach Port Angeles gestaltet sich die Einreise in die USA wieder einmal vollkommen problemlos. Fährt man wieder mal vom Highway ab und wen trifft man wieder? Den Ben. Hallo. Ein wenig später gesellt sich auch noch Melanie mit ihrem T3 und Hund namens Murphy dazu. Seht ihn euch an, die coole Socke. Uns alle zieht es aufgrund von Reparaturen nach Seattle. Uns, genauer gesagt, nach Redmond, wo wir eine alte Schulkollegin von Judith besuchen wollen. Am ersten Wochenende nehmen sie uns gleich einmal mit auf eine Wanderung in den Mount Rainier National Park. Mount Rainier ist mit 4.392 Metern der größte Berg Washingtons. Gleichzeitig ist er der höchste Vulkan der USA und, Fun Fact, gilt als einer der gefährlichsten aktiven Vulkane der Welt. Die Wanderung ist auf jeden Fall super schön und definitiv eine Empfehlung wert, solange er nicht ausbricht. Außerdem ist es eine super Gelegenheit, meine Karriere als Instagram-Yoga-Girl zu starten. Man merkt hier schon, dass sich der Sommer dem Ende zuneigt und alles anfängt, eine herbstlich-rötliche Färbung anzunehmen. Okay, die vielleicht nicht. Am Folgetag bekommen wir eine kleine Stadtführung durch Seattle. Julia und Fabian zeigen uns also ein paar Touristenattraktionen. Wir schlendern herum, trinken Kaffee und genießen einfach das gute Wetter. Über Straßen voller Kaugummi bis hin zu fliegenden Fischen im Public Market Center. Es gibt verdammt viel zu sehen in Seattle. Leider erreicht uns aber zu diesem Zeitpunkt auch die Nachricht, dass wir die Sehenswürdigkeiten länger als geplant besichtigen dürfen. Oder müssen. Unsere Teile aus Deutschland verzögern sich und wir hängen hier jetzt erstmal fest. Erzähl. Erzähl. Warum muss ich mir was erzählen? Ich will einfach nur freirubbeln, wenn nicht. Erzähl! Ich rubbel jetzt. 10 Stunden später. Das ist übrigens Craig, Nachbar von Julia und Fabian und unser Retter in der Not. Statt der geplanten einen Woche verbringen wir nämlich insgesamt fast 4 Wochen auf seinem Grundstück, während wir auf die Teile warten. Wir verbringen unsere Zeit also damit, die Stadt anzuschauen, gehen wandern und spazieren, fahren Stand-Up-Paddle auf dem See, trinken Cocktails und genießen Sonnenuntergänge auf dem See. Ja, und essen, essen und essen. Juhu! UPS war da. Na bitte, da steht's ja schon. Juhu! Dun, 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 dun. Unser Paket aus Deutschland beinhaltet neben den neuen Bremsbacken und Dichtungen auch Teile der Fahrerhauslagerung, die schon eine ganze Weile kaputt sind. Einen neuen Staubox-Deckel, neue Glühkerzen und einen neuen Kippungssensor. Endlich wieder eine Starbucks. Ausgerüstet mit dem ganzen Kram fahren wir ein paar Kilometer in den Süden von Seattle zu einem Mechaniker, der sich die Steuerbremsen vorknöpfen will. Guten Morgen!
man glaubt es kaum, aber nach 2-3 Wochen Standzeit ist es endlich für uns weitergegangen gestern. Unsere Teile sind um 16 Uhr aus Deutschland per UPS angekommen. Haben wir nur in die Karre geworfen und sind dann weitergebrannt zum Tim von Foothills Truck and Trailer Repair. Ich habe dem damals mal angerufen gehabt und ihm das Problem gesagt, was wir haben mit unserer Bremse. Hat gemeint, der kennt die Karren zwar nicht, aber es wird schon kein Hexenwerk sein. Dann habe ich ihm noch die Anleitung von der Knorrbremse vom österreichischen Bundesheer geschickt, dass er sich das anschauen kann. Hat er gemeint, ja, sieht alles relativ straightforward aus. Ja, jetzt sind wir gestern Abend dahergefahren, stehen jetzt direkt vor seinem Haus, aus seinem Grundstück. Da werden wir jetzt nachher, sobald ihr Zeit hat und sobald er heraus ist, werden wir dann die Karre aufbocken und mal die Bremse angehen. Das ist aber nicht das Einzige, was es heute zu tun gibt. Es gibt einen ganzen Haufen zu tun. Also die Luftfilter habe ich gestern schon gereinigt. Dieselfilter muss getauscht werden. Die zwei Fahrerhauslagerungsteile, die kaputt sind, müssen getauscht werden. Der Fahrerhauskippungssensor, der defekt ist, den muss ich austauschen. Dann muss ich die Klappe von der Staubox tauschen, die uns am Dämpster aufgegangen und kaputt gegangen ist. Ach ja, vor ein paar Tagen beim Anstarten in der Früh hat er auf einmal gequalmt wie blöde. Und uns fliegt dauernd die Sicherung vom Flammstart. Ursprünglich habe ich gedacht, das ist wahrscheinlich das Flammstart-Steuergerät. Auch Sinn ergeben würde, wenn das raus ist, dass er dann qualmt. Das war so die ursprüngliche Überlegung. Aber wenn das Flammstart-Steuergerät kaputt ist, dann dürfte auch, glaube ich, nicht mehr Diesel dorthin gepumpt werden. Das heißt, eigentlich müsste irgendwas anders kaputt sein. Anyways, also es gibt einen ganzen Haufen an Zeug zu tun. Jetzt gibt's mal Kaffee und wenn der Tim dann bereit ist, habe ich gesagt, er soll einfach klappen kommen und dann legen wir los. Also, auf geht's. Das ist Tim. Tim ist hier schon am Aufbauen. She's a thing on top of it. It's not a toy. Please don't eat my camera. Ja, bocken wir jetzt mal auf und dann legen wir los. You just slide out. Well, you have one shoe that's worn and one that's not. Yeah, I think it's really just this one over here. That tells me right there that your brakes aren't applying evenly. And this is a dual piston caliper, so you have a piston here and a piston here. And it is possible that maybe you got a stuck piston and maybe it's only pushing on one side and the other side's not pushing. That's what I was thinking. This piston is stuck, you just keep pressing the brake pad on there. It very well could be. One of the things that I was looking for when we first got in here was any heat discoloration on the paint. If you have an excessive, like a piston that's hanging up or one that's overworking, you'll get excessive heat and a lot of times it'll melt or burn the paint off in areas. Okay, beide Plätze nach außen. Und das sieht man auch schön. Hier den Belag von dem einen, der festgefressen war. Hier der Belag vom anderen. Also das, ja, braucht glaube ich keine weiteren Kommentare. Tja. Sieht genauso aus nach dem, was wir gedacht haben. Ja, Stefan hat uns so einen Sealant Kit mitgeschickt. Das heißt, wir werden jetzt mal den dazu bringen, dass er sich hoffentlich wieder bewegt, dass man rausbringen, dass man reinigen und hoffen, dass er nicht zu sehr hinüber ist, dass wir den einfach wieder weiterverwenden können. Das ist so der momentane Stand. I see that a lot of this paint is real flaky, but it doesn't look like it's gotten overly hot. Stiff, it's moving. Wir haben hier wohl irgendwann mal durch das Silwasser reinbekommen, dann ist es korrodiert. Also er schaut, er ruft es mal bei seinem Part Supplier an und schaut mal, ob wir vielleicht sowas kriegen. Aber ja. Ach.
Okay, scheiße. Teile kriegen wir nicht hier. Der Bremskolben muss getauscht werden. Das heißt, wir müssen Teile aus Deutschland bestellen und das wird jetzt wieder mal 3 Werktage dauern. Jetzt natürlich passend Freitag. Morgen ist Samstag, das heißt, wir haben das Wochenende jetzt noch. Mit Glück kommen die vielleicht am Dienstag an, wenn wir das irgendwie schnell organisiert bekommen, aber ja. Kacke. Naja, es gibt ja noch andere Sachen zu tun. Also an die Arbeit. Als erstes ist mal die Staubox fertig. Da sich der Verschluss des Deckels bereits im Juli auf dem Dempster Highway verabschiedet hatte, war die Staubox seither nur mit einer Ratsche zugeklemmt und nicht benutzbar. Zum Glück ändert sich das jetzt wieder mit einem neuen Deckel, den X-Cap uns zugeschickt hat. Als nächstes auf der Liste, Dieselfilter tauschen. Das war mittlerweile auch schon allerhöchste Zeit. Okay, Fazit Tag 1. Das mit den Bremsen ist ein bisschen kacke, aber Staubox repariert, ich habe den Dieselfilter getauscht und ich habe beide Zündkerzen getauscht, woraufhin uns die Sicherung von der Flammstartanlage nicht geflogen ist. Das heißt, eine von den beiden Zündkerzen, die drin waren, ist hin. Ja, aber das läuft wieder. Also, alles in allem, gar kein schlechter Tag. Und das Beste an der ganzen Sache ist, es gibt jetzt auch noch gleich Steak. Tim haut uns da draußen nämlich gerade die Steaks auf den Grill. Na, dusten. Den defekten Fahrerhauskippungssensor ersetzen. Der Kollege hier war raus, den habe ich jetzt ausgetauscht. Und das Kabel wieder anhängen und dann soll es wieder passen. Judith ist gerade im Happy Mode. Sie kämpft ein wenig mit der Situation. Was? Ich sage nix, ist ja auch scheiße. Ich weiß, dass es alles nicht so schlimm wird und dass es uns gut geht. Aber man sieht halt oft einfach die Dinge, die man gerade nicht hat. Und es ärgert mich, dass die Zeit, die man halt eigentlich hier für andere Dinge geplant hat, immer mehr schwindet und schwindet, weil wir einfach nur warten müssen. Also was ist der Status quo? Wir sind beim Team auf dem Grund und müssen jetzt Teile organisieren. Das Problem, das wir jetzt haben, ist Sonntag. Und ich will Stefan eigentlich nicht am Sonntag nerven, aber es ist eigentlich wichtig, dass die Teile am Montag rausgehen, damit wir das rechtzeitig haben. Gestern habe ich noch eine Glanzleistung geschafft und unseren SEPA-Filter zerstört. Weil ich mal reinschauen wollte, wie die Filter aussehen, als nachher offensichtlich zu fest zugeknallt habe, dass der Deckel gebrochen ist. Jetzt kommt da Diesel raus. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Deckel. Wir haben schon wieder super viel Hilfe bekommen aus der ganzen Community von x Leuten, die angeboten haben, dass sie uns ihre Reservekolben schicken können. André, danke. Fabian, danke. Hilmar, danke. Also die Leute sind wieder mal spitze hier. Die Sache ist, dass wahrscheinlich in Kombination mit dem hinnigen SEPA-Deckel wahrscheinlich am einfachsten ist, wenn man es bei Stefan von X-Cap bestellen würde, der bestimmt noch SEPA-Filter rumliegen hat. Und meine Hoffnung ist, ich frage ihn, ob er uns einen Deckel von dem rumliegenden SEPA abschraubt, uns den schickt und ich einfach bei SEPA einen bestelle und zu ihm schicken lasse. Das wäre die schnellste und wahrscheinlich einfachste Variante für uns. Aber ja, es ist ein bisschen gerade schwierig alles. Wir sind ja jetzt schon 2 Wochen gestanden, dass wir jetzt nochmal eine Woche stehen. Ist ein bisschen gerade schwieriger zu kompensieren. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Und die Sache ist, uns geht es ja eigentlich auch super hier. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir uns beschweren könnten, wenn wir neben der Autobahn stehen. Es ist einfach, ja. Hier haben wir halt einfach ein laufendes Visum. Und das läuft jetzt halt einfach ab, während wir herumstehen. Das ist einfach das, was ein bisschen schade ist. Kacke! Aber wie gesagt, es geht uns eigentlich eh top hier. Also wir stehen hier am Grund vom Team, da ist super ruhig, da ist super nett. Wir sind wieder top Nordamerikaner, klassisch hier. Gestern Abend sind sie zu irgendeinem Halloween-Feier gefahren, haben gesagt, ja, sie lassen die Tür vom Haus offen. Wenn wir irgendwas brauchen, können wir ruhig reingehen. kennen uns seit 2 Tagen. Oder 3, ja, 2 Tage. Also klassisch Nordamerika und
vorgestern zum Grillen am Abend eingeladen und alles. Also wirklich super nette Leute. Und jetzt werden wir auch wieder von Julia und Fabian abgeholt und machen eine Wanderung mit denen, sind wahrscheinlich die nächsten Tage wieder bei denen. Und dann wird es uns auch wieder super gehen. Aber es ist halt einfach schade, dass uns die Zeit in den USA einfach abläuft. Und wir halt nicht die ganzen Dinge sehen können, die wir halt gerne sehen würden. Aber ja, so ist das halt manchmal. Stefan haben wir dann zum Glück noch erreicht und alles organisiert bekommen. Danke an dieser Stelle wieder mal an XCAP. Unser Taxi ist da. Tschüssi. Nachdem Jule und Fabian uns abgeholt haben, machen wir als erstes gleich mal mit dem weiter, womit wir aufgehört haben und was wir am besten können. Essen. Und damit wir das auch verdienen, geht's danach direkt auch wieder auf den Berg zum Wandern. Über Nacht ist hier der erste Schnee gefallen und die Gegend hat sich ganz schön verändert. Also fahren wir zum ersten Mal auf der Reise durch das Winter Wonderland. Ja, vor ein paar Tagen haben wir da drüben geparkt und sind dann hier rauf. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Ist auch ein bisschen frischer als beim letzten Mal. Judith packt sich schon wieder in ihre Schichten Daunen ein. Hast du gar nicht die coole... Nee, die ist zu warm fürs Wandern. Ach so. Na, wie war's? Schön kalt. Ach, so schlimm war's doch nicht, oder? Heute eigentlich kein Winter bei der Weltreise. Das ist ja auch nicht Winter. Und schon sind wir wieder da zurück, wo wir losgelegt haben. UPS kündigt unser Paket für Donnerstag an, also verbringen wir noch bis Mittwoch weiter Zeit in unserem frisch annektierten Haus am See, genießen die letzten warmen und trockenen Tage im Nordwesten, bevor wir uns schlussendlich wirklich verabschieden und Jule uns wieder zu Tim zurückfährt. So, wir sind zurück bei Tims Haus und unserem Haus. Und jetzt beginnt die nächste Repair-Session. Wir hatten ja so Probleme mit der Fahrerhauslagerung, weil diese Dinger hier, man sieht es eh so ein bisschen, diese Plastikdinger sind hinüber. Ich würde jetzt mal den ganzen Teil hier ausbauen. Aber das bedeutet auch, dass ich hier die Hydraulik von der Kippung abhängen muss. Das heißt, als allererstes werde ich mal anfangen damit, dass ich das Fahrerhaus sicherheitshalber abstütze. Es sollte natürlich trotzdem halten, aber da riskieren wir nichts. Also als erstes mal Fahrerhaus abstützen. Die Hydraulikschlaufe ist ab. Das nächste ist der Sensor von der Fahrerhauskippung dran. Das ist der. Der ist ja uns auf der anderen Seite relativ am Anfang der Reise eingegangen. Und dann den und den noch und dann sollte es eigentlich auszubauen gehen. Schauen wir mal. So, sehr schön. Und da sieht man es halt, die sind halt komplett durch hier. Und da sieht man nämlich, was das Problem ist. Der Abstand hier ist relativ gleich. Aber der ist halt super schräg geschnitten. Ja. Und das hat über die Zeit halt einfach den Gummi da zerstört. Der Einbau war ein ziemlicher Kampf, aber mit Tims Hilfe und einer guten Portion Gewalt landet die Lagerung schlussendlich auch dort, wo sie sein soll. Weiter geht's wieder mit den Bremsen. Today, on this episode of This Old Truck, we'll be changing some brake pads and some other brake components. Stick around and we'll show you how to. We'll be right back.
Honey, you make a hell of a mechanic. We could make you all buff, man. Just move the kid around. Nächste Lektion im Outdoor-Fitnessstudio, 150 Kilogramm Reifen alleine wechseln. Yeah, that bar could be anywhere in there. Yep. Kind of have to lift with your arm and shoulder and the bar, kind of. It's kind of hard to explain. It really takes a long time to perfect the art, so if you don't get it, don't feel bad. I worked at that trick for a long time. And it's a lot easier said than done. It's a little too high, but should still be able to get it. You should train a little. You're getting close, though, dude. Bitte keinen weiteren Bandscheibenvorfall. Yes. Oh, fuck. He even swears in English. You don't want to give up. Yeah, that's good though. You know what I tell everybody? Mama didn't raise no pussy. Mine's probably sitting in there playing video games. Yeah, you got it. Woo! Lunettes. You can get a picture in front of your truck flexing, and then you can put that as the title, or even in front of the tire. Was macht man, wenn man in den USA ist? Und Amazon das Paket noch nicht geliefert hat. Man geht ballern. So, what do you got for your home intruders here? This is a 40, what is waiting for them? 44 Magnum bullet. These things, I don't know what they cost now. I bet you they're 6 or 7, 8 bucks around, maybe. And then this is just a little 22. Just a little guy, but that's pretty good comparison, though. Man hört auch hier im Hintergrund die ganze Zeit die Leute ballern. Also es ist Sonntagnachmittagsbetätigung. Nee, was ist heute? Freitag. Freitagnachmittagsbeschäftigung. Für alles ein erstes Mal. Ja. Richtig. Es ist spannend zu sehen, wie anders der Umgang mit Waffen in den USA ist als bei uns. Hier ist ein bisschen Rumballern im Garten nichts Unübliches und man merkt sehr schnell, dass selbst die Kinder wissen, wie man mit einer Waffe sicher umgeht. Davon kann man jetzt halten, was man will. Für uns war es auf jeden Fall eine spannende und ehrlich gesagt ziemlich lustige Erfahrung. Mit deiner Kapuze siehst du gerade wie ein Gangster auf. Oh boy. Schaut euch an, was wir da haben. Da ist der Bremskolben, den wir noch gebraucht haben. Endlich. Endlich. So, nachdem wir die ganze Family bei uns zum Abendessen hatten, und Chuck, haben wir jetzt noch hier ein klitzekleines amerikanisches Feuer gemacht. Was in den Abend noch gemütlich ausklingen. Ist wieder mal super schön hier. Es ist Samstag. Tim ist heute nicht hier. Der hilft ein Kumpel beim Siedeln. Ist die Sache ein bisschen erschwert. Aber ich werde jetzt mal trotzdem schauen, ob ich den Bremskolben eingebaut bekomme ohne ihn. Was ich nicht ohne ihn machen will, ist das Entlüften von der Bremse. Da warte ich noch drauf, dass er heute wiederkommt. Vielleicht haben wir Glück und er kommt am Nachmittag, dass wir das heute noch angehen können. Ansonsten werden wir das morgen machen und dann morgen loskommen, hoffentlich. Ich fange jetzt mal damit an, dass ich auf der Bremse nochmal die Bremsbacken vorne tausche. Drinnen habe ich schon mal den Bremskolben gereinigt und das Gehäuse Schritt für Schritt
Mal schauen, ob ich das heute gebacken komme, dass ich den Kolben selber einbaue und die Bremse wieder zusammensetze. Es ist kein sonderliches Hexenwerk, aber was weiß man schon. Erstmal die Dinge, die ich weiß, die ich kann, Bremsbacken tauschen. Das Schöne am Steyr ist ja, es gibt so viel Dokumentationszeug vom österreichischen Bundesheer. Inklusive auch die Bibel, aka den technischen Dienstbehelf. 878 Seiten Dokumentation vom österreichischen Bundesheer. Heute brauchen wir aber die Instandsetzung der Knorrbremse. Und mit der Anleitung werden wir das jetzt mal machen. Und hoffen, dass wir nichts umbringen. Swift, ich baue die neuen Bremsbacken ein. Dann müssen wir es nur noch entlüften und dann müssen wir eigentlich fertig sein. Wir werden noch rechts vorne und links hinten Reifen tauschen, aber ansonsten sind wir fertig. Sehr schön. Also hoffe ich halt, ich hoffe, dass er nicht mehr steckt, aber das werden wir sehen. Wir befinden uns fast schon auf der Zielgeraden. Tim und Adrian lüften jetzt gerade noch die Bremse. Dann werden noch die Reifen fertig rotiert und dann sollten wir wieder fähig sein zu fahren. Wie ist die Lage? Ja, mein Bremskolben, den ich eingebaut habe, funktioniert. Jetzt haben wir die Bremse entlüftet, das dürfte passen. Jetzt tauschen wir noch Reifen, rechts vorne, links hinten. Und dann machen wir eine Testfahrt. Hoffentlich. Nach all den Reparaturen sind wir jetzt das erste Mal wieder auf der Straße. You have a good time with Foothills Truck Trailer Repair? No. Unglaublich, aber wahr. Es geht weiter. Ist ein bisschen Wald im Bad hängen. Das muss so. Nee, so umricht meine Seite, ja, da. Noch ungefähr 2 Monate verbleiben uns also noch von unseren Visa, bis wir die USA wieder verlassen müssen. Also, auf geht's. Der Süden ruft. Vielen, vielen Dank, Julian und Fabian, dass ihr uns in dieser Zeit so herzlich bei euch aufgenommen habt und für die 5 Kilogramm mehr, die wir jetzt mit uns rumtragen dürfen. Wenn ihr wieder mal jemanden zum Haus enträuchern braucht oder jemanden, der auf diesen Loaf of Cat aufpasst, gebt Bescheid. Wir kommen gerne wieder. Massive thanks to you, Craig, for letting us stay on your property for so long, for the great dinner you cooked for us and the salmon you gave us for the road. Oh, and for teaching us that dogs can in fact smile. Until they sneeze. Who are you? And last but not least, of course, a huge thanks to Tim of Foothills Truck and Trailer Repair, who helped us get our old man up and running again, and for teaching me a lesson or two. Und hey, natürlich an euch alle, dass ihr uns wieder bei Staffel 3 begleitet. Falls ihr neu seid und zum ersten Mal eingeschaltet habt, ihr seid nur einen Klick auf den Abo-Button entfernt, uns weiter auf der Panamericana zu begleiten. Und falls ihr mich fragt, warum ihr das machen solltet, sage ich nur, die Staffel wird geil!